gut aus. Und ich glaube, das machen wir mit Ratchet. Machen wir das trotzdem noch. Ist egal. Hab jetzt Bock. Das Spiel macht echt Spaß. Cordelion. Das ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Gepriesen sei der Imperator! Unsere Proteinblocklieferung ist da! Nein! Das ist was? Reißt den Imperator und aktiviert die Abwehr! Der Aufzug kommt runter! Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Verstärkung steht in überwältigender Anzahl bereit. Wegen der Abriegelung ist der Haupteingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Oh, das ist Blizzon. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Vielleicht hat das mit all diesem Dimensionschaos zu tun. Wenn dem so ist und wir draufschlagen, bringt es uns entweder in eine andere Dimension oder lässt uns implodieren. Ah. Wusste ich's doch. Das Blizzon muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Hier ist der Aufzug.
wenn es dir hilft, Ratchet. Ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann es dir schlimmer nicht ergehen. Wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kit. Das will ich nicht riskieren. Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blizzon und kehren in die andere Dimension zurück. Alle. Meinst du, hier wurden Pflanzen erforscht? Vielleicht. Oder etwas ist aus einem Behälter. Ist das ein Amöboid? Sieht aus, als gäbe es hier ein Leck. Oder mehrere. Meine Liebe, und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch nicht das größte Problem. Sie kommen aus. Meine Güte, sie sind überall. Lass sie mich nicht fressen. Schieß weiter, sonst sind wir erledigt. Sagen. Vielleicht? Ja. Amöboiden vermehren sich wohl in allen Dimensionen. Ich kann ihre Mägen knurren hören. Thank you.
Tür ist zu. Gehen wir weiter. Sassi! Ah! Sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, brauche etwas Blizzon. Oh, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen. Aber wie, Ratch, wie? Ganz ruhig. Ich regle das. Naja, dann hattet ihr halt wieder ein bisschen unkommentiertes Gameplay. Hier habe ich festgestellt, mit den Amöben, dass es die in jedem gibt. Und die Goldbowl, die wir da gefunden haben, war ja sehr offensichtlich. Das habe ich auch festgestellt in dem Raum. Ich weiß wieder nicht, wie lange mein Mikro aus war. Dann habe ich noch gesagt, dass ich mich unwohl fühlen würde, wenn ich hier so alleine in so einer Station wäre. Genau wie die Amöben gehören übrigens diese Gegner hier zu Ratchet und Clank. Wenn man ins Wasser fällt, ist man tot. Ja, und ich habe mich gewundert, dass es in diesem Spiel noch keinen Flammenwerfer gab, den es in Ratchet & Clank normalerweise ja immer gibt als eine der ersten Waffen. Also beziehungsweise gab. Mit dem konnte man immer die Amöben gut klein machen. Dann machen wir eben. Mein Lieblingsarm, hier lang. Dein Lieblingsarm. Das ist der ganze Planet. Nicht so groß. Zumindest in dieser Dimension. Ist dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Aber. Das mit dem. Was? Passiert war, glaube ich, klar. Wahrscheinlich, als wir auf diesem Planeten gelandet sind, habe ich wahrscheinlich mein Mikro ausgemacht gehabt. Aber es ist nicht so schön. Was ist das? Das ist Safti, mein bester Freund. Manchmal will er mich umbringen, aber er kann toll zuhören. Er will dich töten? Wenn ihr auch Freunde werdet, könnt ihr ihn Säftchen nennen, oder? Ich möchte da rein, ich möchte den platt machen. Dann habe ich noch gesagt, dass es halt ein Eisplanet ist und Eisphysik ist ja immer so eine Sache sind in Spielen, grundsätzlich. Aber man kennt es ja nicht anders, ne? Sicherlich auch noch genaueres finden. Lass uns erstmal dem Dude hinterherlaufen. Da, der Aufzug. Bam. Ich drücke schnell den Knopf mit dem alten Zugriffsarm. Nein, mein Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm. Für ein Unsinn. Er ist nur noch ein Arm. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Shortbot. Ja, es gegen die natürlich auch richtig gut, ne? Ich würde mal wieder einen
würde ja einen Verkaufsladen bevorzugen. Ratchet, der Große, der Große! Ja, kein Problem für mich. Wir haben die richtigen Waffen dafür. Gegen Amöben sind wir, also Massen an Gegnern sind wir auf jeden Fall gut gerüstet. Mit der Waffe mit dem Schild. Das ist definitiv gut. Und los geht's. Ratchetty, hast du vor, den Aufzug zu betreten? Jetzt vielleicht? Ja, ich komme gleich. Ich muss mich hier nur erst umgucken. Mein lieber Kollege Schnürschuh. Denn sonst geht sowas nämlich an mir vorbei. Sonst ist hier, so wie es aussieht, nichts. Wir müssen wieder in die andere Dimension kommen. Ich glaube, da wird dann noch anderer Kram sein. Oh, so verspielt habe ich Safti noch nie erlebt. Das ist verspielt? Die Station macht sein Ding, aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Vor allem, ich bin neidisch. Da ist es, mein Lieblings-Bison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es sechs Stunden... Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. War mir ein Boah, hier, wenn so ein Ding einfach so wie das auf diesem einen Planeten durchlässig wäre, ne? Wäre auch einfach absolut RIP. Okay. Zweimal den gleichen Trick machen sind nicht. Andere Dimension, andere Karte. Okay, ich hab's verstanden. Wir haben 19 Raritarium, das ist ein bisschen wenig. Leute, 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 wir können wieder ein bisschen mehr davon gebrauchen.